Ja, und da sind wir wieder. War jetzt ganz kurz irritiert, weil hier irgendwie noch was auf einem anderen Bildschirm war. Aber jetzt legen wir hier wieder los. Ja, wir haben jetzt nochmal richtig krassen Stuff gefunden. Und zwar ein inaktives Division-Siegel natürlich, ein Portal-Spawner und die Bacon-Portal-Gun. Yay! Oh Gott, ey. Aber jetzt haben wir hier auch den. Ich muss die Portalfarben noch einstellen. Ich muss nur mal gucken, wie das geht. Aber ich wollte jetzt das Spiel nicht in die restarten. Ja, wie? Marcel hat ach gesagt, ja, er macht seine Ist-System. Hat mir ein Staff of Traveling geschenkt, weil er den gefunden hat. Ja, also das hat man noch in der Aufnahme gesehen, glaube ich. Achso, ja, dann. Gut, dass ich den gefunden habe. Und da habe ich ihr gesagt, ich habe da was für dich. Ja, wir packen den ganzen Krempel mal nicht hier rein. Ach ja, und er hat mir Weizen gegeben für Seeds. Ja, ja. Ja, habe ich in der Kiste gefunden, es lag da also rum. Ja, das lag da einfach so. Hat das auch ein Name-Tag? Kann man die stapeln? Stecken? Sticken? Ja. Ich habe auch einen. Sensory, ja, ein Enchanted Buch. Du, ne? Hast 49, wo hast du die her? Ja, die Query mal abgebaut mit. Okay. Ich habe keine. Egal. Ja, was wir heute, besser gesagt, was ich heute machen will und du machst ja wieder was anderes. Sind, ja, das ME-System halt. Oder? Aber wir nehmen noch zusammen auf, weil nur für den Fall, dass Marcel mal Hilfe braucht, dann komme ich da mal und sag mal, ey, pasch mal auf, so musst du das machen. Ja, das ist schon gut, weil das ME-System schon ein bisschen kompliziert. Wenn wir erstmal. Ja, wenn wir es. Wenn wir es zum ersten Mal machen. Weiß, ist es einfach. Ich packe jetzt mal den Scheiß hier rein, diese Mystcraft-Zeiten. Ja, genau, Mystcraft wollen wir auch machen. Wir wollen so viel machen. Das machst du aber dann, wenn du allein bist. Ich muss mich in 1000 Teile aufteilen und 1000 Spieler gleichzeitig spielen. Das also als voran. Erstes brauche ich. Nee, so machen wir das nicht. Das hier. Was ich jetzt machen werde, ist zuallererst mal die automatische Erzverarbeitung. Dann kann ich die Ender-Query unten aufstellen und dann läuft es schon mal. Und zwar brauchen wir dafür ein paar Sachen. Ein paar. Wir brauchen dafür einmal Ed-Thermal. Diamant war das jetzt? Denn wir machen das Ganze mit Thermal Expansion, so ähnlich wie in Tech World 2. Das hat sich ja gut bewährt. Warte mal, ist das jetzt hier eingeschrieben? Das finde ich hier. Ja. Und dafür brauchen wir Pulverizer. Pulverizer brauchen wir 6 Stück. Wir brauchen 6 Öfen und 6 Pulverizer. Da haben wir natürlich nichts, ist ja klar. Also wir brauchen 6 Pistons. Ach nee, ich muss ja hier. Nee, warte mal. Hier muss ich. Nee, hier muss ich ändern. Warte mal, ich hab doch hier hinten noch irgendwo einen rumliegen. Genau. So. So, haben wir 6 Pistons. Mod, Inventory. So, jetzt kann ich nämlich hier oben schreiben und da unten schreiben. Ja, genau, das Autocrafting wollte ich noch machen, dass ich mal mehr Festplattenspeicher bekomme. Jetzt machen wir erstmal das hier. Die Dinger brauchen wir. Dann brauchen wir 12 Machine Frames. Brauchen wir 12 Stück davon. Lalalala. Weißt du, wie viele Interface ich brauche? Weißt du das? Kommt drauf an, was du machen willst. Ich brauche erstmal eins. Das ist erstmal wichtig. Ich muss erstmal diese Logikprozessoren, also Prozessoren erstmal automatisieren. Ja, sonst. Sonst ist der Kacke. Von Shisha Koki. Oh, jetzt musste ich gerade niesen. Hat man aber nicht gehört. Hä? Warte das jetzt rein? Hä? Nein, das will ich nicht. Das hier will ich. Davon brauchen wir 24. Ne, brauchen wir davon? Ich mach mal 12 Stück jetzt mehr. Erst. Hab ich auch nicht reingeschmissen. So, das wird jetzt ein bisschen chaotisch jetzt. Okay, dann brauchen wir doch nochmal. Dann brauchen wir doch 24 Stück. Das ist geil. Habe ich eigentlich Skyblock? Doch, von dem habe ich noch was. Nee, habe ich was abgebaut? Doch, ich habe was abgebaut. 12 Stück machen. So. Hä? Ich habe von den Dingern was abgebaut. Popachi haben wir 24, alles klar. Dann habe ich von dem nichts abgebaut. Hä? Hast du noch Skystone? Ich habe Skystone Block, ja. Ja. Also die geschmolzene Stufe davon. Ich brauche für den Controller halt, ne? Was? Heißt dann Block, ja. Ja, aber ja, ich hab doch Fluix Pur Fluix Crystal, hab ich doch gehabt. Ist die hin?
Stone Recipition Coil. Kann man die Fluix-Kristalle auch benutzen oder muss man. Hä? 11 Stück. Kevin, Fluix-Kristalle gehen noch auch, oder nicht? Nee, du brauchst diese gezüchteten. Diese pure Fluix-Kristalle, andere gehen nicht. Fluix Seed? Von Fluix Dust? Ja, was ist denn da jetzt los? Fluix Seed, wie geht das? Ist das dieser. Warte, wo ist er denn? Du musst die Fluix-Kristalle musst du schreddern. Ah, okay, dann muss ich jetzt schreddern. Okay, ja. Alles gut. Du kannst auch welche von mir haben. Ich hab da noch so. Weil ich hab Fluix Dust, hab ich noch 3, hab ich vorher mehr. Ich hab noch 700 Stück. Ah, das ist gut, weil du kannst die damit nämlich vervierfachen. Wenn man die züchtet. Also die gezüchteten sind schon, also sind halt effizienter genutzt, sag ich mal. Ja, okay, egal. Den und was Sand war das, ne? Jetzt brauchen wir noch die Öfen. Dafür brauchen wir Bricks. Haben wir noch Bricks? Was brauche ich denn das noch, damit ich jetzt hier nicht alles kaputt mache? Da haben wir sogar alles. Jetzt mal Stück. Ernst, jawohl. Mit welchen Tasten tust du Rezepte so, Rezepte gucken? G und H. G für Crafting und H für Benutzung. Okay. Weil ich musste Marcel meinen kompletten Ordner schicken, weil immer wenn er in mein Haus gegangen ist, ist sein Minecraft abgestürzt. Ich habe keinen Sand mehr. Oh nö, jetzt nicht im Ernst. Oh, ich habe keinen Sand. Und ja, das war ein bisschen suboptimal und deswegen habe ich ihm einfach mal meinen Ordner geschickt, inklusive Dateien und ja, jetzt funktioniert es auf einmal. So, ich reiß hier mal gerade die komplette Wand weg. Bis auf hier, das kann bleiben. Hä, wo ist mein Cobblestone hin? Unten lang noch. Zack, zack. Hä? Ich hab doch hier Cobblestone drin gehabt. So, dann kommen hier hin die Pulverizer. Zack, 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 zack. Jetzt muss ich Sand schreddern, die wollen mich schon verarschen, ey. Nee. Ich hab da zwar Sand, aber ich will die Landschaft nicht kaputt machen. Das war jetzt so ein bisschen falsch gerade. Hä? Was denn? Ich hab mein Zeug hier falsch aufgebaut. So. Moment mal. Ich kurz mal nach. Ich hab mir ein paar Screenshots aus meiner Planungswelt gemacht und da. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Öfen, 6 Pulverizer. Und dann, genau. Da müssen die Öfen kommen auf Bodenhöhe, dann kommen die Pulverizer dahin. Ganz genau. Gut, der hat sich jetzt falsch gedreht, aber das kriegen wir mit unserer Jetta Bench hoffentlich wieder hin. Hallo? Da ist er, jetzt können die sich zerstören. So, das Problem ist, die müssen wir jetzt einstellen. Das Redstone-Ding ist disabled. Configuration. So, oben kommen Items rein, unten kommen Items raus. So, da muss ich ja nicht hinlaufen, ja. So. Ich habe hier nämlich schon was drin, was ich brauche. So, da. Wasser. So, bis auf hier. Und dann hier da kommt jetzt, Das müssen wir warten. Genau, Moment, ich muss kurz überlegen. Genau, hier kommt Farus und Goldohr rein, denn Gold hat hier noch ein Nebenprodukt und zwar kommt da Kinaba raus und es kann nicht geschmolzen werden. Deswegen müssen wir hier einstellen, dass das hier nach unten geht. Den brauchen wir. Der Slot hier. Was brauchen wir noch? Moment. Genau. Jo, den. Passt. Perfekt. Okay, alles klar. Schön, schön. Dann kommen hier die Öfen hin. Öfen, den habe ich da falsch platziert. Muss mehr Rubber machen. Rubber kriegt man auch aus Sand, ne? Rubber? Nee, nicht Rubber, dieses komische andere Zeug da. Silikon? Na, no, Silikon. Ja, in Pulverizer, ne? alles mit Sand, alles. Nee, Sand habe ich doch gar nicht. Können wir irgendwo irgendeine Welt, die aus Sand besteht? Sandstein, kann man da was Sand machen? Ja, ne? Ja. Dann hole ich mir gleich mal ein bisschen was. So, bei den Öfen einfach nur oben Eingang, unten Ausgang, fertig. Die müssen ja einfach nur durchbraten. Und dann müssen wir die ganze Sache noch verkabeln, natürlich.
Dazu mache ich hier gerade mal ein bisschen Platz, dass ich drankomme. Hallo. Ich mache jetzt erst einmal. Jo, scheiß Tangle ist wieder am Lecken, ey. Ja. Ich hasse es. Also mir läuft es alles. Ehrlich. So, was ich jetzt machen wollte. Ja, klar läuft es bei dir. Du bist ja auch Host. Ich ja, genau, baue das wieder. Terminal. Da brauche ich erst normales. Normales. So, dann brauchen wir die Conduits. Wo habe ich denn die Item-Conduits? Hier. Flüssigkeiten brauchen wir nicht. Energie. Ah, nimm doch nicht alles raus, was ich an. Ey, was macht dieses Spiel hier? Ich gucke irgendwo rein und dann nimmt da irgendwas raus. War das nicht so? Na, ich mach hier gerade mal noch ein bisschen was davon, von diesem Energetic Alloy. Ach so, oh, das ist so. Ich muss jetzt ein normales Terminal machen. Gut, wir brauchen jetzt halt Conduits. Moment, da fehlen mir die, dann... So, dann machen wir einfach nur die hier, weil... Von dem anderen, von diesem Vibrant Alloy, da habe ich nicht. Und die hier reichen auch. Die machen 5120 RF pro Tick. Das sollte eigentlich reichen. Dann machen wir uns einfach mal ein Stack von. Jetzt habe ich einen Stack Sand. Jetzt muss ich den Pulverizer zerschreddern. Machen wir nur ein halbes so, Stack. Machen wir uns. So, machen wir das hier. Hier ist Extract. So, permanent extracten muss der nicht, weil die Maschinen ja sowieso die Items rausdrücken. Das heißt, wir müssen es hier einfach nur anschließen und fertig. Crafting Terminal einmal. Und Pattern Terminal einmal. Das habe ich schon mal ein Pattern Terminal. Crafting Maestro habe ich bekommen. Ein Patamon Terminal? Ja. Immerhin schon mal. Immerhin eins. So, ich brauche hier unten noch ein Access Terminal. Weil immer hochgehen ist blöd, wenn man mal irgendwas braucht. Stimmt, so ein Wireless-Ding wollte ich mir noch machen. Ja, na gut, mal gucken. Jetzt die Sinnschreiber waren das jetzt nochmal 1, 2, 3, 4, 5, ne? 5 Stück. 4 Stück brauche ich also noch. Doof. Komm schon. So, 4. So, ich brauche jetzt 2 Kisten. Hier. 2 Kisten, dann brauche ich einen ME. Die 4. Und dann die 4. Ah, ich brauche doch 8. Ich bin doch so doof. Einen ME. Export-Bus brauche ich. Kein Cobblestone mehr, Kevin, ey. Pisten. Was? Was hast du denn gemacht? Nee, ich meine schon immer noch. Ich habe keinen normalen Cobblestone mehr. Und. Einen Import-Bus. Ah, dafür brauchen wir einen Sticky-Pisten. Oh, wie viel ist denn das? Gut, das wird jetzt ein bisschen. Egal, das ist jetzt Cobblestone, habe ich jetzt erstmal. Zum Glück kann man Sticky Pistons mit Raw Rubber machen, wenn ich dafür jetzt Slimes bräuchte, ey, ich würde so ausrüsten. So. Ich mache jetzt erstmal ein paar Cobblestone. Brauche ich noch. Genau, ich brauche noch Capacitator-Karten. Eine Acceleration wäre nicht schlecht. Wie viel ist denn das? Immer noch nicht alles. Capacity Card, muss ich das ganze Ding eingeben. Immer noch nicht? Wie viel habe ich denn da jetzt? Ach komm schon, wie viel Musik habe ich denn jetzt auseinandergekraftet? Hallo? So langsam reicht's aber. So, dann wieder runter. Jetzt haben wir alle. Denn das Ganze wird jetzt halt so ablaufen. Double Compress habe ich hier noch. Das lassen wir aber. Ich habe 9000 Cobblestone, das sollte reichen, oder?
Da oben habe ich eine Energieleitung, aber die will ich jetzt nicht anzapfen. So. Dann genau, so ein Kabelzahn sollten erstmal reichen. So, wie viel habe ich denn jetzt gemacht? Hier muss doch irgendwo die Dings sein. Da ist sie doch. Drei, also einen brauchen wir noch. So. Genau. Dann gehen wir hier runter. Mit der Energieleitung. Stellen wir hier mal ein. So, haben wir vier. Exportieren. Extrahieren. So. Kiste. Was Kiste haben wir ja. Zack. Dann brauche ich jetzt. Wieder hier. Fluix-Kristall. So. Im E-Konto. So, dann haben wir unsere Maschinen. Genau, die bekommen jetzt alle Strom. Eigentlich dieses Silikon. Da kann ich eigentlich jetzt komplett in. Diese Silikonpress. Für was brauche ich denn das sonst? Ja gut, für die Kabel. Was habe ich damit? Nein, ha. Die so, dann können wir hier auch alles richtig einstellen. Die Dinger, ja. Ja gut, dann schmeiße ich jetzt direkt da rein. Das soll wieder direkt wieder machen. So, la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 l